Wird das eine Wahrheit? Ich habe nicht so viel Erfahrung mit diesem Grundkörper nicht. Okay. Ja, wir würden dann mal anfangen, es sei denn, es werden noch irgendwie viele Leute erwarten. Ja, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Vorne mit um links, Timo Schlitzko und Frau Seelig. Es geht heute um die Frage von links in die Linkspartei. Macht das Sinn? Ist das Unfug? Ist das eine Chance? Es soll um Parlamentarismus gehen, Parlamentarismuskritik, linke Perspektive auf gesellschaftliche Veränderungen. Und genau. Zum Einstieg gibt es erstmal noch so ein paar kleine Orga-Punkte. Und zwar die Frage erstmal nach der Übersetzung. Gibt es jemanden, die Übersetzung braucht? Weiß jemand von wem? Okay, dann geht das ohne. Außerdem wird diese Podiumsdiskussion. Wenn ich Sprache spreche, dann. Also, wir drei würden heute Abend alle Deutsch sprechen. Genau. Das Podium hier heute Abend wird gefilmt werden. Hier vorne steht eine Kamera, die ist allerdings auch nur auf uns drei gerichtet. Das heißt, euch im Publikum wird man nicht sehen. Wenn ihr allerdings während jetzt so dieses ersten Teils, während der Podiumsdiskussion Fragen stellt, wird man eure Stimmen hören können. Nur das schon mal vorweg. Wenn wir nachher dann noch die Fragerunde ins Publikum öffnen, dann werden Kamera und Mikro ausgestellt sein. Also da wird man euch dann nicht mehr hören können. Genau, das erstmal organmäßig. Ja, wir von Uni Links sind eine linksradikale hochschulpolitische Liste an hier an der Uni Bielefeld. Es gibt seit 1999 und seitdem sitzen wir auch im Stupa. Und damit geht es eigentlich schon los. Das heißt, damit beteiligen wir uns am Parlamentarismus, haben aber gleichzeitig auch eine grundsätzliche Kritik an eben jenem. Genau, und wir fokussieren eben unsere parlamentarische Arbeit vor allem darauf, Einfluss zu nehmen auf die Wählerverteilung und um eben selbstständig arbeitende, selbstbestimmte arbeitende Gruppen zu unterstützen, eben vor allem sowas wie die AGen, auch die Fachschaften. Genau. Zum Stupa. Und noch ein kurzer Werbeblock, es ist bald wieder Stupawahl, vom 1. bis 5. Juli, auch um die Links wird wieder antreten und ihr seid natürlich herzlich dazu aufgefordert, uns zu wählen. Ja, das erstmal zu uns. Heute Abend haben wir die große Freude, wie gesagt, Ingo Schlitzko und Frau Seelig hier begrüßen zu können. Ingo direkt neben mir ist Politikwissenschaftler und Redakteur bei der Zeitschrift AKA, Analyse und Kritik. Und genau, ist in der interventionistischen Linken aktiv. Frau Seelig ist Schriftsteller, ebenfalls Journalist und ist Professor an der Nationalen Universität in Kolumbien und war auch die letzten 3 bis 5 Jahre. Genau, und vor einem Jahr ungefähr ist Raul zusammen mit anderen Aktiven aus den Gruppen und sozialen Bewegungen in die Linkspartei eingetreten und hat diesen eben seinen Eintritt auch öffentlich kundgetan. Und genau, darauf hat Ingo seinerseits eine Replik geschrieben und es entstand so eine offene Diskussion daraus. Und ja, heute Abend würden wir gerne ein bisschen diese Ereignisse mit euch passieren lassen. Uns anschauen, wie es damals dazu kam, dass du überhaupt eingetreten bist, dass du Ingo diese Kritik geschrieben hast. Gucken, was ich eigentlich in diesem Jahr getan habe und ja, erneut die Frage stellen, ob es eigentlich Sinn macht mit den Parteien oder nicht, ob es den Parlamentarismus braucht oder ob es eigentlich ohne gehen könnte und wie. Genau, ja, und da würde ich jetzt gleich meine erste Frage stellen, glaube ich. Was hat dich dazu bewogen, einzutreten und das öffentlich zu erklären? Und dann im Anschluss Ingo vielleicht nochmal kurz sagen, was ist eigentlich deine grundsätzliche Kritik daran?
Was du gerade gesagt hast, dass ich länger im Ausland war, muss man natürlich vorwegschicken, um das so ein bisschen zu relativieren. Also ich habe eine sehr stark medial vermittelte Wahrnehmung gehabt von der politischen Debatte. Ich bin also nicht die letzten Jahre in Deutschland aktiv gewesen und habe eben das, was ich über die Auseinandersetzung, über die politische Auseinandersetzung in Deutschland weiß oder was ich über die Linke weiß, jetzt die Linke leider nicht groß geschrieben als Partei, sondern als, sagen wir mal, politische Strömung, sehr stark wahrgenommen, vermittelt über Medien. Und mein Eindruck war, dass im Vorfeld, also zunächst war mein Eindruck, dass das war eine Gesellschaftskritik, in so gesellschaftlich, in einen breiten gesellschaftlichen Resonanzkörper gelangt, das dann auch natürlich ganz stark medial bestimmt ist, also das tatsächlich nicht nur die uns bekannten Gruppen über das Thema reden, sondern dass ein Thema insgesamt gesellschaftlich weiter debattiert wird, dass das oft darüber in so einen Resonanzkörper gelangt ist, dass von der Linken, von Politikern oder Politikerinnen der Linken öffentlich thematisiert worden ist. Dazu muss man auch sagen, dass ich eigentlich fand, dass eine Reihe von Politikerinnen und Politikern der Linken, von denen ich eigentlich wenig halte, so aus ihrer politischen Geschichte, oder wo ich gesagt hätte, würde ich niemals auf den Gedanken kommen, dass man da Gemeinsamkeiten hat. Da muss man vielleicht sich nochmal ranholen. Sarah Wagenknecht war für uns, als wir angefangen haben, so in den 90er Jahren, sehr viel außerparlamentarische Politik zu machen, war Sarah Wagenknecht noch Vertreterin der kommunistischen Plattform und stand wirklich für eine sehr dogmatische Rezeption der DDR-Geschichte und des Staatssozialismus. Oskar Lafontaine braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ist ja klar, das war der Politiker des Asylkompromisses. Und das stimmt natürlich für ganz viele andere Politiker der Linken auch. Ne? Und meine Wahrnehmung war aber in den letzten Jahren, dass trotz der Unterschiede natürlich immer noch da sind, die in vielen Sachen, in vielen Punkten Sachen gesagt haben, die ich eigentlich richtig fand, in dem Moment auch so zu vertreten. Ja, also zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen auch wieder ganz entscheidend über Eigentumsfragen zu reden. Das fand ich also ganz bemerkenswert. Das ist sowas ein Statement, was aus linksradikalen Gruppen, mal abgesehen von den üblichen Verdächtigen, also zum Beispiel Linksruck, aber sonst käme ja erstmal aus dem Milieu, aus dem wir kommen, wenig Leute auf die Gedanken, das so als sozusagen den Hauptpunkt in unsere Debatte zu tragen. Zumal es natürlich auch irrelevant wäre, weil das niemand hören würde. Aber ich fand es dann eben bemerkenswert, dass die eine ganze Menge Sachen gesagt haben, die ich eigentlich ganz gut fand. Also auch die Rede von Lafontaine, ich will jetzt überhaupt nicht an Lafontaine mehr aufhängen, und da fand ich es dann bestimmt am krassesten eigentlich, so als Erfahrung. Fand ich eigentlich erstaunlich, dass es eine ganze Menge von Statements gab, die ich erstmal so in der Debatte richtig fand. Obwohl ich weiß, dass es natürlich ganz viele Widersprüche nach wie vor gibt. Dann hatte ich den Eindruck, dass es eine ganz starke Kampagne der Medien gibt, jetzt gar nicht unbedingt konzertiert, aber wo die sich auch gegenseitig so hochschaukeln und ganz federführend eben genau die Medien, die noch so ein bisschen als liberal wahrgenommen werden oder sogar linksliberal, also Spiegel und Taz, die ganz gezielt eigentlich versucht haben, glaube ich, die Linkspartei so zu zerlegen und genau zum staatstragenden Flügel zu stärken gegen diese vermeintliche verrückte Westlinke. Und das war mir, glaube ich, aus gutem Grund zuwider. Und da habe ich gedacht, dass es eigentlich wichtig ist, diesen Versuch, so eine gemeinsame politische Partei zu gründen, zu verteidigen. Ja. Und habe gedacht, dass es eigentlich auch gut ist, sozusagen das in so einer Form zu formulieren, dass es nicht rüberkommt als Statement für irgendeine Fraktion da drin, sondern erstmal mit einem Lob auch eine Position drin stark zu machen, die vielleicht ein bisschen Staats- und Parlamentarismus kritischer ist. Und deswegen habe ich dann diese Erklärung geschrieben, die ja nicht nur eine Erklärung ist, ich möchte in der Linkspartei mitmachen, sondern auch sagt, was mir alles in der Linkspartei echt ziemlich egal ist. Also natürlich ist es nicht ganz unwesentlich, dass es weiterhin eine parlamentarische Präsenz gibt. Und insofern ist es natürlich auch nicht unwesentlich, ob man die wählt oder nicht, oder ob die gewählt werden oder nicht.
Aber natürlich ist auch ganz klar, dass das für gesellschaftliche Juni-Auseinandersetzungen nicht besonders wesentlich ist, ob sie jetzt 12 oder 8% bekommen. Es interessiert vor allen Dingen die Mitarbeiter, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Und obwohl ich viele von denen kenne und die nett finde, ist das natürlich überhaupt gar kein politisches Kriterium. Ne? Und diese Dinge in der Debatte zu sagen, das auch in dem Forum zu sagen, von jenen Leuten, die eigentlich versucht haben, so eine, meiner Ansicht nach, eher sozialdemokratische Position, staatstragende Position durchzusetzen, nämlich in Deutschland, fand ich auch ganz gut, weil ich dann eigentlich genau an die Leute auch nochmal das richten konnte, die meiner Ansicht nach in der Debatte da so eine Position deutlich vertreten haben und dafür dann eben auch so seltsamerweise von der Tatsache vom Spiegel auf die Schulter geklopft worden ist. Und das war dann der Hintergrund. Es ging also so für mich darum, also einerseits zu sagen, ich finde das wichtig, dass es so eine Partei gibt, weil ich glaube, dass es für eine Auseinandersetzung um gesellschaftliche Hegemonie, natürlich sind da die außerparlamentarischen oder außerinstitutionellen Bewegungen letztendlich entscheidender, aber natürlich spielt so ein institutionalisierter Resonanzkörper, die mediale Präsenz, die mit Parteienpolitik zu tun hat, auch eine Rolle. Und ich deswegen wichtig finde, dass es so ein, dass dieses Feld irgendwie gefüllt bleibt. Ja. Ich glaube, dass das eigentlich auch interessant war, was in dieser Partei oder am Rand oder an den Rändern dieser Partei passiert ist. Ja, an der Stiftung kann man es ganz gut beobachten. In der Rosa-Luxemburg-Stiftung finde ich das sehr interessante Spektrum, sich eigentlich miteinander verbunden haben und eigentlich sehr gute auch Debatten möglich geworden sind, also auch so aus ganz unterschiedlichen politischen Erfahrungen, Leute ins Gespräch zueinander kommen, das ist ja auch keine Kleinigkeit. Ich finde auch, wenn man die Linkspartei europäisch vergleicht, längst nicht so schlimm wie viele andere europäische Linksparteien. Also ich gehe da wieder zum Beispiel in Spanien, finde ich echt viel, viel schlimmer. Also ich finde, da haben wir eigentlich echt Glück. Wir haben wirklich viele Abgeordnete, die uns sowohl in der politischen Einschätzung als auch kulturell nahe sind. Das können wir jetzt mal so argumentieren von unserer unserem Bewegungsstandpunkt her. Und ich finde es halt auch nach wie vor richtig, dass das ganz gut ist, um auch innerparteilich oder in so einer Organisation, die ja auch ein gesellschaftlicher Ort ist, wo es sich lohnt, um Positionen zu ringen, auch gut war zu sagen, ja, ich finde eigentlich den Ansatz gut, ich finde gut, dass es diesen Zusammenschluss gibt, ich finde auch gut, dass man da irgendwie Kompromisse machen muss oder so, aber es ist auch wichtig, in bestimmte Fallen nicht reinzulaufen. Genau, zum Beispiel diese Falle, von den Medien nicht gemocht zu werden. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut auch, dass die Linkspartei oder manche Leute in der Linkspartei in den Medien auch nicht so gewollt waren. Das war für mich auch ein Hinweis darauf, dass sie manches nicht falsch gemacht haben. Ja, und das waren so die Dinge, die sich da so für mich zusammengesetzt haben. Bleibt natürlich so sehr stark durch diese Brille von außen, ja, also ich kann es nicht beurteilen, ob es nicht viel klüger gewesen wäre, also wie Christoph Kleine dann gesagt hat, da muss man halt interventionistische Blicke kommen, da finde ich Scheine. Kann ja sein, aber ist ja auch überhaupt gar kein Entweder-Oder, man kann ja auch mit der EL-Blockupy organisieren und trotzdem eine Partei sein. Also. Und ich fand es dann auch wiederum so als Zeichen so ganz gut, sich locker zu machen. Also ich meine, was soll dieses sich bekennen? Es ist ja eh klar, dass wenn gesellschaftlich was in Bewegung gerät, dass es weder aus der EL kommen wird, noch aus der Linken, sondern eher aus einem gesellschaftlichen Moment, wo dann sowieso nochmal ganz neue Akteure auftauchen und wo dann auch ganz neue Konstellationen wichtig und richtig sind. Und dafür ist es ja auch notwendig, so ein bisschen diese identitären Muster aufzugeben und zu sagen, wir sind die einen und ihr seid die anderen, wir sind die Reformisten, ihr die Revolutionäre und umgekehrt. Und das waren so die mehreren Punkte, die sich da so für mich zusammengesetzt haben. Ja, ich habe dann einen offenen Brief an Raul geschrieben und der Anlass war so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass in der Bewegungslinken einfach auch aus Erfahrung, dass man in den letzten Jahren auch nicht so richtig viel gebacken bekommen hat, Rauls Position durchaus plausibel rüberkam, aber irgendwie hatte man doch so ein komisches Bauchgefühl dabei, ob das jetzt richtig ist. Und ich habe dann sagen, für mich ein bisschen die Aufgabe gemacht,
ein paar Punkte zu formulieren, einfach auch, um sowas dann öffentlich zu machen, so wie Raul und die 18 anderen, die da am Anfang eingetreten sind, das öffentlich zu machen, habe ich gedacht, na, eigentlich müsste man dem was entgegenhalten, und zwar auch öffentlich, dass sich Leute, die das nicht gut finden, das vielleicht nicht gut artikulieren können, so ein komisches Bauchgefühl haben, irgendwas haben, wo sie sich dann auch wiederum dran reiben können und überhaupt mal wieder eine Debatte darüber stattfindet. Und ich würde auch Raul recht geben, also was ich, Lafontaine zum Beispiel, der hatte dann lustigerweise, würde ich auch sagen, eine ziemlich progressive Rolle teilweise, indem er zum Beispiel gesagt hat, es gibt eine rote Linie bei Privatisierungspolitik, und hat dann in meinen Augen auch eine produktive Rolle gespielt innerhalb der Linkspartei, so vom Resultat und wie die Debatte da gelaufen ist. Ich bin trotzdem nicht eingetreten, finde Lafontaine trotzdem ein Arschloch und werde aber trotzdem die Linkspartei wählen. Aber trotzdem gibt es natürlich für mich viel Kritik, und es an dem öffentlichen Eintritt oder an dem Eintritt kann man vielleicht zwei unterschiedliche Ebenen aufmachen. Das eine ist eine sehr grundsätzliche Kritik eben an Staat, Parteien, Parlamentarismus. Da würde ich vielleicht auch dir bei deinem Input widersprechen, dass man sozusagen was wie Hochschulpolitik da irgendwie gleichsetzen kann. Ich würde sagen, gerade weil der Staat eben das zentrale Herrschaftsapparat ist, sind Parteien, die sozusagen das Zugangsmittel zu diesem Herrschaftsapparat sind, und der Parlamentarismus, sozusagen die Form, wie dann diese spezifische Öffentlichkeit organisiert wird, ist nicht zu vergleichen mit anderen Formen von Repräsentationen und Gremien, wo man sich darüber streitet, wie man jetzt gemeinsam was einrichtet, sei es jetzt die Hochschule, der Kleingärtnerverein oder sonst was. Klar, muss man da sich zusammensetzen und irgendwie darüber sich unterhalten, wie man Sachen, die alle irgendwie angehen, regelt. Und in einem Kleingärtnerverein gibt es jetzt mal vielleicht weniger Herrschaftsverhältnisse, also es gibt vielleicht so alte Hasen, die so glauben, weil sie jetzt schon seit 40 Jahren da drin sitzen, haben sie die beiden Löffel gefressen. Aber es ist irgendwie nicht vergleichbar. In der Hochschule, klar, da gibt es auch Machtverhältnisse, und da geht es dann darum, wie man sozusagen um eine Stimmenverteilung und so weiter und so fort streitet. Aber da würde ich mich nie dagegen wehren, zu sagen, wir müssen sozusagen hier dann versuchen, auf diesen Gremien, die es gibt, mitspielen. Und beim Staat würde ich aber sagen, hört bei mir dann ein bisschen der Spaß auf, weil die Partei sozusagen, wie gesagt, das ist dann die Form, wo man dann an die Hebel der Macht kommt, in Anführungszeichen, zu diesem sehr zentralen Verhältnis im Kapitalismus, nämlich dem Staat, neben dem Kapitalverhältnis einfach dem Zentralen. Und daran machen sie dann so ein paar Punkte auch fest, weil Parteien eben anders als andere Gremien sehr spezifisch funktionieren. Und da braucht man nur in meinen Augen so ein bisschen die kritische Staatstheorie oder Parteientheorie, die ist leider noch nicht so ganz ausgereift oder wurde sozusagen irgendwo mal stecken geblieben. Kann man viele Punkte aufmachen, wo man zeigen kann, dass eben aufgrund dieser Spezifik des Staates und dieses Herrschaftsapparates, dass der Parteienlogik eben bestimmte Logiken eingeschrieben sind, denen man sich beugen muss, wenn man Parteipolitik macht. Vor allem dann, wenn man nicht von Anfang an ganz klar sagt, wir wollen immer in der Opposition bleiben, das heißt immer einfach nur der Stinkstiefel, sondern wir wollen irgendwann mal Regierungsverantwortung. Sozusagen, wenn man diese Position bezieht, also sagt, ich will nicht nur Stinkstiefel sein, sondern eine Partei, die irgendwann mal Wahlen gewinnt und Regierungsverantwortung, dann ist man einer bestimmten Logik auch ausgesetzt, wo ich sagen würde, da werden emanzipatorische Politikansätze karikiert. Man ist irgendwann mal gezwungen, von seinen Positionen abzuweichen. Und das können wir vielleicht auch nachher nochmal diskutieren, wie sich das an der Linkspartei auch in den letzten Jahren gezeigt hat. Und die drei Punkte, die ich vielleicht festmachen würde, wäre einmal sowas wie eine Bürokratisierung. Das hat ja Raul auch vorgesagt, was sich dann eben so zeigt, dass dann plötzlich die Leute, die in diesem Apparat drinstecken, ganz neue Loyalitätsverhältnisse zu diesem Apparat haben, nämlich dass es um ihren Job geht oder Ähnliches. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, wie man da Politik macht, sondern es entstehen neue Loyalitätsverhältnisse, die nichts mehr damit zu tun haben, was man eigentlich
politisch machen möchte. Es gibt auch sowas wie eine Form von Demobilisierung, also wenn man sagt, radikale Politik hat auch was damit zu tun, dass man alle gesellschaftlichen Verhältnisse verändern muss, die einen selber irgendwie betreffen, dann muss man natürlich auch sich den Schuh anziehen, dass man überall irgendwo aktiv werden muss, und zwar selber, wenn es um Selbstbefreiung geht, ist man auch selber in einer gewissen Weise gefragt. Und dass die Partei übernimmt so ein bisschen eben diese Rolle, man delegiert eine bestimmte politische Funktion und es findet so etwas wie eine Demobilisierung statt, was man eben in der Sozialdemokratie oder auch bei den Grünen ja historisch beobachten kann. Und es wird auch eine, gerade durch, wenn man sagt, man möchte Wahlen gewinnen, findet auch eine Entkernung der Politik insofern statt, das habe ich in meinem Brief ja auch geschrieben, dass man eben nicht mehr bestimmte Politikfelder besetzt oder so, sondern man versucht sozusagen möglichst eine breite Wählerbasis anzusprechen, wo bestimmte Konflikte oder Widerspruchslinien, die in der Gesellschaft herrschen, wie Kapital und Arbeit, dann eben nicht mehr benannt werden. Also man möchte ja nicht sozusagen die Arbeiterklasse ins Parlament bringen, sondern plötzlich möchte man eben für die breite Bevölkerung irgendwie Politik machen. Und ich glaube, da ist so ein Widerspruch, der ist systematisch da angelegt. Solange es nicht wirklich eine selbstbewusste soziale Bewegung gibt, die sich eben als auch sowas wie eine Arbeiterklasse versteht. Und das Dritte, was man noch vielleicht sagen kann, ist, dass mit Parteien sowas wie eine, Johannes Anjurin hat es Transformation genannt, Paul hat ja die Öffentlichkeit sehr stark gemacht und ich würde sagen, genau da findet eine bestimmte Form von Transformation von Öffentlichkeit statt. Also wenn ihr Talkshows anguckt, dann sitzen da auch irgendwelche Politiker, die werden in den Zeitungen zitiert, es findet sowas wie parlamentarische Anhörungen statt, der parlamentarische Raum ist sozusagen eine sehr spezifische Form von Öffentlichkeit, scheinbar die wichtigste, da werden die Entscheidungen getroffen, aber wie diese Öffentlichkeit eben formiert ist, wie da bestimmte Diskussionen laufen, unterliegen eben genau so einer staatlichen Logik der Bürokratisierung, bestimmten Verfahren und so weiter und so fort. Und auch da würde ich sagen, wird die Politik eben dazu gedrängt, radikale Positionen auch aufzugeben. Und es findet eine Disziplinierung sozusagen statt. Das wäre sozusagen eine ganz allgemeine Kritik an Staat, Parlament und Parteien. Und was mich dann eben so ein bisschen fast schon geärgert hat, war, dass ich ganz genau weiß, dass Raul das alles war. Für ihn, was ich jetzt gesagt habe, das ist nichts Neues, das würde er wahrscheinlich schreiben, unterschiedliche Gewichtung vielleicht von vielen anderen, die da eingetreten sind, weiß ich das auch, dass sie sagen würden, ja, das ist ja so, stimmt schon. Aber wenn man das irgendwie ernst nimmt, würde ich halt sagen, dann muss man sich auch irgendwie dazu verhalten und sagen, so, wenn die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, irgendwie stimmen, dann muss man auch eine Antwort darauf liefern, wie man genau dieser Partei und Staatsgruppe irgendwas entgegensetzt, und zwar in der Form, in der man beschlossen hat, Politik zu machen. Und darauf gab es überhaupt gar keine Antwort, sondern wurde einfach nur gesagt, kannst gleich antworten. Also das war sozusagen für mich so ein bisschen der eine Punkt. Und der andere Punkt war, finde ich, dass es eigentlich auch eine sehr privilegierte Position war, aus denen die Leute, die den Entschluss gefasst haben und das öffentlich gemacht haben. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr mal die Liste angeguckt habt, die da unterschrieben haben, das sind alles, würde ich mal sagen, Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler oder Kunstaktive, Kulturschaffende, die natürlich ein sehr, in meinen Augen, privilegierten Zugang haben zu bestimmten Öffentlichkeiten oder Foren, in denen in der Partei Politik gemacht wird. Das heißt, der Eintritt und das, was die Menschen, die eingetreten sind, machen können und Einfluss haben können auf die Form der Politik, ist nicht verallgemeinert. Also von zwei Leuten zum Beispiel oder von einigen, die eingetreten sind, haben welche zum Wahlprogramm mitschreiben können. Eine Person ist inzwischen im Kalibrechthaus gelandet und arbeitet da in der Abteilung für strategische Fragen. Das heißt, die haben da
einen sehr privilegierten Zugang schnell gefunden, um Fragen so zu diskutieren, dass sie wirklich auch was verändern können. Aber wenn sozusagen unterschiedlich, also sozusagen wenn man sagt, das ist eine allgemeinere Antwort, in die Partei einzugehen, dann muss man sich fragen, gut, was haben denn die vielen anderen Leute, die eben nicht so einen privilegierten Zugang haben, was können die denn eigentlich machen? Und da ist man dann relativ schnell dann eben in so einer Basisorganisation, wo man mit dem gleichen Elend konfrontiert ist in vielen linksradikalen Gruppen, in vielen Städten Deutschlands. Und ich weiß gar nicht, ich nur von einem, von Alexander Gallas, der auch eingetreten ist, weiß ich, dass er mal in seiner BO war. Von den anderen weiß ich es gar nicht. Von anderen weiß ich sogar, dass sie gesagt haben, sie war da noch gar nicht. Also sie haben sich sozusagen gar nicht in diese müde Ebenen reingegeben. Und da hätte ich irgendwie gerne schon auch irgendwie eine Antwort drauf gehabt. Und ich habe zum Beispiel für den AK dann auch ein Interview gemacht mit einem, der eingetreten ist. Und habe so einfach mal für mich mal rauskriegen, wie ist das eigentlich, wenn man da auf Eintreten klickt im Internet. Und dann wird man dann eingeladen. Und das hat mich auch interessiert und was ja auch nicht uninteressant ist. Also ich würde sagen, das waren sozusagen zwei Ebenen. Also einmal diese sehr radikale Ablehnung von Parteipolitik und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie das vonstatten ging, würde ich sagen, war suboptimal. Also ich wurde zum Beispiel auch gefragt, ob ich nicht eintreten will. Hätte ich sagen können, ja, aber ich gab zum Beispiel nie eine Einladung nach dem Motto, hier, wir wollen zu 20 eintreten, lass uns noch mal treffen, zum Beispiel in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da können wir uns mal drüber streiten, wie wir das begründen und so, das gab es nicht, wir haben nur ja oder nein sagen können und das finde ich dann schon irgendwie einfach sagen können, vom Vorgehen war das für mich alles sehr spooky. Darf ich gleich? Ja, also weil du das ja so direkt ansprichst. Also, ich meine, das letzte Argument finde ich wirklich ein bisschen seltsam, weil der Aufruf ist ja nicht, ihr sollt alle eintreten und wir sollen alle eintreten, sondern wir, die wir eingetreten sind, haben gesagt, so, okay, ist Zeichen, zu sagen, wir treten jetzt ein. Und das heißt natürlich, ist nicht jeder wird es so einschätzen, dass es für ihn Sinn oder für sie sich Sinn macht, Mitglied der Linken zu werden, darum ging es ja gar nicht. Es ging darum, um ein Statement zu machen in der Debatte. Ja, und natürlich wäre auch, deswegen fand ich auch mal vorstellen, man muss jetzt ein gemeinsames Dokument machen. Wäre ja völlig okay, wenn alle Leute, die eintreten wollen, eine eigene Begründung liefern. Und natürlich ist es auch keineswegs verwerflich, wenn Christina Keine, die aus der antifaschistischen Linken Berlin kommt, jetzt mit Bernd Rixing an der Strategie links, ist doch super sinnvoll, wenn Leute das, was sie können, versuchen so einzubringen, dass es vielleicht auch was an anderen Orten in Bewegung setzt. Ja? Also natürlich nicht, weil es darum geht, Führungspositionen zu besetzen, sondern weil es bei linker Politik darum geht, immer wieder Räume zu suchen, wo ich mich nicht einfach nur mit denen reproduziere, die sowieso schon meiner Meinung sind. Und so würde ich auch sagen, würde ich auch verstehen. Linkspartei ist vielleicht die Möglichkeit, einer der Räume, nicht der einzige, aber weiter nicht, aber einer der Räume, wo es möglich ist, mit ganz anderen Leuten um gesellschaftliche oder mit relativ anderen Leuten gesellschaftliche Positionen zu ringen und dann vielleicht auch Dinge stark zu machen, die wichtig sind, also auf sich selber überzeugt zu lassen. Es ist ja nicht nur so, dass man selber dann gut weiß, was gut ist und richtig ist, sondern auch umgekehrt eben auch Positionen verändern und dazulernen. Das finde ich auch sehr interessant, dass es eben nicht so ein Reproduktionsraum ist. Aber das kann natürlich auch eine linke Basisgruppe leisten, also, oder auch eine Gewerkschaftsgruppe. Oder meinetwegen, würde ich jetzt völlig komisch vorkommen, aber ich komme aus Lateinamerika gerade, also auch, kann auch ein Kirchenort sein. Das ist mir völlig, also ich finde, es geht einfach darum, gesellschaftliche Prozesse anzuschieben und auch immer wieder Kontexte zu ändern, weil ich glaube, dass das auch produktiv ist, Kontexte immer wieder mal auszuprobieren. Zu den Einwänden, zu den theoretischen Einwänden von Ingo, da habe ich dir auch gerne noch ganz kurz zwei Sachen sagen. Also ich glaube, einerseits, der Hinweis mit der Staatstheorie und mit der, Staatstheorie ist natürlich völlig klar, dass zunächst mal fand ich deine Begründung mit dem, dass man sich vom Staat fernzuhalten. Also ein bisschen überrascht, weil du ja eigentlich auch eine gramscianische oder gramscische Staatstheorie hast und da
wenn man vom erweiterten Staat ausgeht, ist also sehr unscharf, wo eigentlich der Staat anfängt und aufhört. Also wenn du von Zivilgesellschaft anfängst, dann ist eigentlich plötzlich alles Staat. Und insofern ist natürlich auch zu fragen, warum soll ich an welchem Punkt fängt jetzt der Staat an, wo ich nicht mehr mitmachen kann. Und natürlich, ich bin vorhin auch drüber gestolpert, weil ich mir beim Uni-Parlament die Frage auch nicht stellen würde, da bin ich durchaus irgendwo in Meinung, aber andererseits ist natürlich auch klar, dass jede institutionelle Verfestigung Eigensätzlichkeiten mit sich bringt, die das verfremdet oder entfremdet. Ja. Und das ist natürlich besonders stark, umso näher man sozusagen, da würde ich jetzt behaupten, es gibt klassische Machtzentren, umso mehr man diesen klassischen Machtzentren oder diesen wirklich starken, harten Machtzentren kommt. Und deswegen ist natürlich Parteienpolitik eine ganz andere Ebene von Staatlichkeit. Und dann ist man ganz anderen Zwängen ausgesetzt. Und ganz, ganz wesentlicher Zwang, und da finde ich es auch interessant, eben nicht nur so mit marxistischer Staatshilfe darüber nachzudenken, sondern auch einfach mit Organisationssoziologie. Robert Michels zum Beispiel ist ein ganz interessanter Autor, den es sich lohnt, da nochmal neu anzugucken. Das ist einer der Syndikalisten, deutscher Syndikalist, der dann über Italien und den italienischen Syndikalismus schließlich beim Faschismus landete. Aber das ändert nichts daran, dass er ein sehr interessantes Buch gemacht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, über die deutsche Sozialdemokratie, in der davon gesprochen hat, dass eigentlich in der Berufspolitik und in der Vertretungspolitik in großen Organisationen, selbst wenn es sozialistische oder sogar revolutionäre Organisationen sind, angelegt ist, dass sich eine Art Führungsoligarchie herausbildet, die dann auch versucht, sich als Machtgruppe zu perpetuieren und dann auch so Ausschlussstrategien entwickelt, um sich selber am Leben zu halten. Ja? Und also sozusagen, der untersucht, würde ich mal sagen, so das, was Organisationskriminalismus eigentlich auszeichnet. Robert Michels ist dann auch kritisiert worden von kommunistischen Linken. Buchhardt, glaube ich, hat den Text geschrieben, dass es ja überhaupt gar keinen Ausweg dann offen lässt, weil natürlich ist auch undenkbar eine Form von Politik, in der die ganze Zeit immer nur die Multitüd oder die Masse agiert und in der jede Form von Delegation oder Repräsentation ausgeschlossen ist. Glaube ich, dass dieser Einwand ist auch berechtigt, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieser Syndikalismus um Sorel ich kenne den Fall von mich jetzt gar nicht so im Detail, aber warum die dann auf einmal so einen komischen Überschlag hatten zu ihrem Überführer und dann so ein faschistisches Modell. Aber ich glaube, dass dieser Einwand, auch wenn man die Kritik von Buchhardt teilt, also es kann nicht sein, dass eine Organisation darauf festgeschrieben ist, bleibt die Kritik natürlich richtig. Festzuhalten, dass Berufspolitik eine Form von Klientellogik und Machtlogik davor bringt und wo dann diese Machtgruppen auch versuchen werden, sich zu reproduzieren, ja, zu perpetuieren in ihren Rollen. Das kann man heute ja beobachten. Die Parlamentarier, selbst wenn es super nette Leute sind, ich weiß nicht, ob ihr auch einige Abgeordnete habt, aber es gibt wirklich Abgeordnete, die finde ich richtig tolle Leute, Heike Hände zum Beispiel, kann ich richtig gut leiden. Und glaube auch, dass die richtig aus Überzeugung richtig gute Sachen immer gemacht hat. Aber natürlich ist, wie in ihrem Umfeld und den Mitarbeitern, spielt natürlich auch immer die Frage, wie geht es dann weiter mit uns? Und das rückt natürlich in den Mittelpunkt. Das ist natürlich ganz ähnlich wie ein Wissenschaftler, der irgendwie plötzlich die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt und dann entweder unterschreibt es, so wie man in den 70er Jahren bei Brückner, den Kotau und dann Staat oder verlässt die Universitäten. Da haben natürlich dann auch die meisten marxistischen Kritiker des Staates dann doch den Kotau vollzogen. So etwas Ähnliches ist natürlich auch Parlamentarismus alle 4 Jahre auch angesagt. Du musst in irgendeiner Form dieses Spiel mitspielen. Aber das meiner Ansicht nach bedeutet das nicht, dass es daraus dass man sich deswegen davon fernhalten muss. Ja? Also ich glaube, es gibt durchaus Organisationserfahrungen von parlamentarischer Präsenz, die dem nicht erlegen sind. Ja? Ich bin auch seit den 80er Jahren viel im Baskenland und die institutionelle Präsenz der Linksparteien oder der radikalen Linken in den Parlamenten dort hat nicht dazu geführt. Warum ist das gelungen? Es ist ja eher der Linken, ja, jetzt kommt wieder zum Nationalismus-Thema. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, wird man feststellen, dass es eine viel internationalistische Politik, die Leute hier glauben, dass Baskenland weit bis in Deutschland und Europa, sowieso die Leute haben sich wenig in Lateinamerika interessanterweise oft besser informiert. Und das Ganze wirklich interessant ist, warum das funktioniert hat und warum die selbst in Regierungsverantwortung sich nicht haben kooptieren lassen. Und das System hat natürlich auch mit den Repressionserfahrungen zu tun. Ja, die haben alle
nach wie vor Freunde und Verwandte im Gefängnis, waren selber im Gefängnis, sind vielleicht sogar gefoltert worden. Und das vermittelt einem natürlich ein gewisses Misstrauen gegenüber dieser Staatlichkeit, an der du plötzlich mitspielst. Jetzt kann man natürlich nicht in Deutschland nicht davon ausgehen, weil die wenigsten Politiker diese Erfahrungen in der Form gesammelt haben. Und insofern ist natürlich die Gefahr, dass du von so einem System kooptiert wirst, viel größer. Aber das will nur sagen, es ist durchaus möglich, sich Kooptationszwängen zu widersetzen. Deswegen ist es also, wäre meiner Ansicht nach Quatsch, nur weil man sagt, parlamentarische institutionelle Präsenz ist immer falsch. Auch vom Hintergrund von Lateinamerika ist es, obwohl ich nach wie vor sehr, sehr skeptisch bin, was diese Linksparteien in der Regierung angeht, ist für mich völlig klar, dass die institutionelle Präsenz, also auch die Präsenz in Regierung, in mehreren südamerikanischen Ländern neuen Transformations- oder neuen Veränderungshorizont eröffnet hat. Genau. Deswegen wäre ich da auch erstmal, also man kann nicht so von vornherein sagen, das ist ein Feld, auf dem man gehen will. Und da finde ich, habe ich durchaus ein paar Sachen sogar auf deinen Brief drauf geantwortet. Und eine Sache, die ich da auch nochmal erwähnen möchte, ist, es gibt von Slavoj Žižek einen sehr lustigen Aufsatz zu Matrix. Wirklich, es gibt ein sehr schönes Buch von ihm über das Kino. Und es gibt einen sehr lustigen Aufsatz über die Matrix, wo er dann eigentlich genau so, solche Fragen dann behandelt. Der Witz ist ja bei den Rebellen in der Matrix, und den Film, den kennt ihr alle, wir reden jetzt von Film Nummer 1, 2 und 3 sind ja ziemlich blech. Und in Film Nummer 1 ist ja der Witz eigentlich, dass sie begreifen, dass sie in einer rein virtuellen Ebene agieren. Ja? Also man könnte sagen, so die medial entfremdete Wirklichkeit ist auch so eine Matrix, von der wir alle wissen, die ist völliger Quatsch. Diese Talkshow-Teilnahme ist Wahnsinn. Und ja. Aber in der Slavoj Žižek schreibt eben auch, ist es der Ort der gesellschaftlichen Realität. Es nützt einem ja nichts zu wissen, dass das ein simulierter Ort ist, wenn alle um einen herum davon überzeugt sind, dass das die Realität ist, ist das die Realität. Denn die gesellschaftliche Realität ist nicht in erster Linie ein physikalisches Faktum, das gegeben ist, sondern gesellschaftlicher Kommunikationszusammenhang verbunden. Klar, und Žižek lässt es am Ende auch ein bisschen offen, weil er natürlich auch weiß, dass man darauf was erwidern könnte. Also ich bin, du hast natürlich völlig recht, wenn ich Gysi in den Talkshows sehe, dann finde ich das eindeutig, dass das dass es nicht politisch voranbringt, ja? Sondern dass es nur ein Anpassungsprozess reflektiert, wie man sich dann sozusagen selbst hineinbegibt in so eine Ebene des narzisstischen Entertainments. Aber die Fragestellung muss man sich trotzdem jedes Mal eigentlich neu verhandeln. Also in irgendeiner Form ist ja natürlich klar, dass das gesamte gesellschaftliche Feld, auf dem wir agieren, entfremdet und verfremdet ist. Anderes Beispiel, was jetzt viel banaler ist, meine Güte, Facebook und solche Medien müssen auch so Konzerne, trotzdem können wir uns überlegen, ob das nicht ein Ort ist, wo wir miteinander kommunizieren. Und das funktioniert manchmal funktioniert es dann nicht mehr. Man kann entscheiden, man geht raus, man kann aber auch sagen, man bleibt da erstmal und trägt diese Ambivalenz aus, weil da du Leute erreichst, die bei den linken sozialen Communities, Social Communities nicht sind. Und so eine ähnliche Frage, denke ich, stellt sich eben auch auf der Ebene von institutionalisierter Politik. Danke schon mal. Ihr hattet jetzt, da ist gerade noch eine Nachfrage? Nein, ich möchte dazu was sagen. Gibt es ein Mikro hier jetzt fürs Podium oder wie lange sollen wir nur zuhören? Ich würde jetzt gerne an einer Stelle noch mal ein bisschen nachfragen, noch mal eine Frage an die beiden richten und dann die Diskussion ins Publikum öffnen. Ich würde auch vorschlagen, dass es nicht mehr allzu lange geht, dass nur die drei hier vorne reden, sondern dass es dann losgeht. Und dann gibt es auch ein Mikrofon. Reicht das, wenn wir das dann machen? Ja, das reicht. Okay. Genau, ihr hattet jetzt beide schon mehrmals Orte und Überlegungen über Orte erwähnt, an denen Politik stattfindet, gemacht wird, an denen Meinung gebildet wird und beide auch schon ein bisschen darüber geredet, wo eigentlich jetzt die Leute oder Teile von den Leuten, die eben damals auch vor einem Jahr mit in die Linkspartei eingetreten sind, was für Plätze die jetzt in der Linkspartei haben. Und da würde ich Ingo und dich nochmal fragen. Raue sind ja Orte der Veränderung schon auch in der Partei. Du selber hast geschrieben, die Linkspartei sei ein alter Ort und für neue Projekte der Veränderung bedürfe es neuer Orte. Und
Ja, da wollte ich dich fragen, wo siehst du diese Orte? Und was für Orte sollen geschaffen werden, die dem Staat, wie du sagst, Organisationsleistung für die Gesellschaft abbringen können? Siehst du die zum Beispiel in solchen Initiativen wie der interventionistischen Linken oder Blockify oder anders zum Beispiel die Mietshäuser-Syndikat? Also der alte Ort habe ich insofern gemeint, dass ich eben bisher noch nicht sehe, dass die Partei sich so insofern geöffnet hat, dass sich da groß was bewegt. Diskussionen möglich sind, wie sie sich Raul vielleicht erhofft. Und ich habe das auch vor dem Hintergrund gesagt, dass ein in der Partei ist ja was anderes als mit der Partei. Also Raul hat sich so getan, als würde ich sozusagen Angst haben, die Partei anzufassen, weil sie mich mit irgendwas infizieren könnte. So ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Also ich mache seit Jahren auch mit Abgeordnetenpolitik, saß auch schon in irgendwelchen institutionalisierten Diskussionszusammenhängen von Katja Kipping im Bundestag und habe sozusagen ihre Sachen diskutiert. In vielen Städten arbeiten Antifas zusammen mit den Linksparteiabgeordneten, um den Nazis die Stirn zu bieten, etc. pp. Und das sollte natürlich weitergehen. In vielen Städten, also gerade in Ostdeutschland, ist es völlig notwendig, dass sowas passiert. Und ich würde aber eben sagen, dass es eigentlich einen dritten Ort braucht, wo genau diese zwei Formen irgendwie zusammenkommen können. Also sagen die Partei, da reinzugehen, würde ich sagen, das ist nicht der Ort, das funktioniert nicht, die hat ihre eigene Logik. Und die Bewegungslinke, außerparlamentarische Linke, sozusagen kann auch nicht diese Orte bieten. Eigentlich wollte sowas wie einen dritten Ort. Und eigentlich wäre sowas wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel eine Plattform. In meinen Augen tut sie das nur sehr bedingt, weil natürlich kommen Leute zusammen, die an bestimmten inhaltlichen Fragen dran sind. Und die einen sind irgendwie Parlamentarier, die anderen kommen aus einer außerparlamentarischen Bewegung. Aber sozusagen als wirkliches Aufgabenfeld, dass man so einen Ort bietet, wo man Auseinandersetzungen führt und sozusagen auch die Differenzen festlockt. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, wir müssen jetzt alle einer Meinung sein, sondern Ziel wäre ja schon mal, dass man feststellt, wo sind denn unsere Differenzen und wo und dann Konsens sozusagen darüber überhaupt mehr herstellen. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und neue Orte wären für mich eben genau das, was du gesagt hast, nämlich die müssen erst organisiert werden. Und da würde ich eben auch Raul zustimmen und das nochmal unterstreichen, nur weil ich sozusagen den Staat radikal kritisiere und sehr parteienkritisch bin, brauchen wir Organisation, Organisierungsansätze. Und da würde ich aber genau eben den Unterschied machen, wo ich einfach auch sagen würde, gerade wenn Organisationen wie Parteien auf den Staat ausgerichtet sind, haben die es besonders schwer, sagen, emanzipatorische Organisationsformen zu entwickeln. Die sind sozusagen genau dadurch, dass sie auf den Staat ausgerichtet sind, auf Wahlen und so weiter, blockiert. Und das Ziel müsste natürlich langfristig sein, dass genau so eine Partei sich selber überflüssig macht, indem sie sagen, den Staat und die Partei so transformiert in ihrer Logik, dass irgendwann mal keine Staaten und keine Parteien mehr notwendig sind. Und Organisierung ist aber notwendig und für die radikale Linke bedeutet das, dass sie eben in vielen Bündnissen mitmischen sollten. Also Blockupy ist jetzt für mich eher ein Event als so ein Ort. Da kann man natürlich Erfahrungen sammeln, kann man auch tolle Erfahrungen sammeln. Also Katja Kipping zum Beispiel hat sich am Wochenende bei Blockupy mit anderen Parlamentariern zum Beispiel zwischen den Bullen und dem Aktivistenblock gestellt, hat sich wegtragen lassen. Wo man auch merkt, da hat sich jetzt in den letzten Jahren auch was verändert und sie versucht da auch deutliche Zeichen zu setzen, dass sie es ernst meint mit dem, was sie auch formuliert hat. Und ich würde eher sagen, dass es Ort- oder Themenfelder sein müssen, die uns alle irgendwie angehen und die in den nächsten Jahren auch brennend werden, was man eben sagen, so Kampffelder von öffentlichen Gütern beschreiben könnte. Also sowas wie Miete, Hochschule, Wasser, Elektrizität, Internet wird jetzt auch nochmal relevant werden, wenn die Telekom
ihr Internet drosselt und so weiter und so fort. Also auch, das wäre ein Feld, wo man sich eben mit anderen Nicht-Linken, selbst also Nicht-Linken, zusammentun muss, um irgendwas zu verändern und aktiv zu werden. Das andere ist natürlich, auch eigene Gruppen zu bilden und sich zu organisieren, die linksradikalen Gruppen, weil ich sehe immer wieder die Gefahr, wenn man sich eben zum Beispiel in Mieterkämpfen oder Ähnlichem reinbegibt, dann ist man ziemlich schnell im Pragmatismus. Also man sagen, gibt seine radikale Politik auf und dafür braucht es, glaube ich, immer einen Ort, wo man nochmal reflektiert, was mache ich denn eigentlich mit meinem Energietisch? Wenn ich jetzt an der Hochschule Politik mache oder sonst wo, braucht es einen Raum, wo man nochmal drüber nachdenkt, ist denn das jetzt die richtige Strategie in meinem Bündnis oder in der Gewerkschaft genauso. Wenn man radikale Betriebspolitik macht, ist man schnell im Pragmatismus und dann braucht es sozusagen einen Ort, um dann nochmal drüber zu reflektieren, ist jetzt die Entscheidung nicht und auch den Leuten den Rücken zu stärken, die ja eine sehr aufreibende Politik in so Bündnissen immer wieder machen müssen. Und wie gesagt, das Dritte, und ich glaube, da braucht es wirklich noch sehr, sehr viel mehr Energie, die da reingesteckt werden muss, sind Orte der Verständigung. Und da gehört sowas wie Zeitung und Internet dazu, weil ich muss wirklich sagen, ich war natürlich in dieser Kritik an den Leuten, die eingetreten sind, die Partei relativ präsent. Also ich habe einen Brief formuliert, war der Einzige, der sich da aus dem Fenster gelehnt hat. In Berlin war ich dann auf einer Podiumsdiskussion auch eingeladen mit Florian Becker, habe ich da diskutiert. Und das war irgendwie so eine richtige Katastrophe. Also das war überhaupt nicht produktiv. Danach gab es kaum noch Diskussionen. Ich habe versucht zum Beispiel, weil ich ja auch Redakteur bei der Zeitung bin, nochmal zu sagen, hier, viel wichtiger als jetzt in die Partei einzutreten, wäre doch zum Beispiel zu organisieren, dass man Themen, die die Linkspartei aufgreift, zum Beispiel im Vorwahlkampf, von links zu thematisieren. Also wir machen zum Beispiel irgendwas mit irgendwelchen Politikvorschlägen und wie kann man sozusagen sie in dem Wahlkampf begleiten, ohne sozusagen sich anzubiedern. Wir können nämlich von links die Punkte genauso diskutieren, darüber streitet und das auch durchaus kollektiv und mit unterschiedlichen Akteuren. Und auch da bin ich, obwohl ich mehrere Gruppen und auch Zeitungsprojekte angestoßen habe, nicht so richtig weit gekommen. Ich glaube, sowas wie die Veranstaltung hier und wirklich kontinuierlich an bestimmten Punkten Diskussionsprozesse zu organisieren, wäre sozusagen ein Ort, der viel wichtiger ist und wo sich eben auch die Parteimenschen eben, wie Raul auch sagt, da gibt es natürlich Leute, die gute Politiker sind. Jan van Aken zum Beispiel ist ein ähnlicher Abgeordneter, der sehr gute antimilitaristische Politik macht. Und natürlich wissen die nicht. Also sie können sozusagen dann ihr Parlamentarier-Dasein dann auch abstreifen und in so einem Raum dann auch anders diskutieren. Und das wäre sozusagen, finde ich, sehr wichtig, dass man so Formen der Auseinandersetzung, der gemeinsamen Auseinandersetzung auch schafft, weil, wie Raul auch gesagt hat, es ist unmöglich, wirklich was grundlegend zu verändern, wenn man Verständigungsprozesse vorantreibt. Raul, wo siehst du denn Orte für Linke oder Linksradikale innerhalb der Partei? Und wo siehst du da Orte, wo eben genau solche Verständigungsprozesse anknüpfen können, beginnen können? Wo Diskurse, parteiinterne Diskurse verändert werden können? Ich weiß nicht, ich würde gar nicht so innen außen denken. Also das ist, die Frage stellt sich ja insgesamt, wo Orte in der Gesellschaft sind, wo man wirklich was anschieben kann, ja, wo man was auch politische Wirkung erzielen kann, da sind wir ja auch, fällt uns vielleicht mal so ein Anlass ein, aber so der richtige Ort, die kontinuierliche Praxis, das fällt uns ja insgesamt nicht so einfach. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht so am Reißbrett oder im Vorfeld bestimmen, das probiert man halt aus. Was gibt es denn da, hat die Partei jetzt als Partei ein Eigenleben, sodass man sagen könnte, da kann man sich großartig einbringen? Du hast gesagt, die Basisorganisation. Basisorganisation ist natürlich tatsächlich so, wie bei vielen Organisationen, die offen sind, das ist manchmal auch unglaublich skurril für uns, sehr logisch. Also,
offenen linksradikalen Gruppen im Übrigen. Man kann es ja auch nicht pauschal sagen, es lohnt sich, die linksradikalen Gruppen mitzumachen, weil es unzählige Gruppen gibt, die wirklich eine unsägliche Dynamik haben. Das muss man mal ausprobieren. Was ich ganz gut finde, ich mache seit längerem schon viel in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich weiß nicht so, wo da die Grenze verläuft, was jetzt Partei ist und was Stiftung ist. Ich finde eigentlich völlig klar, die Stiftung verschwindet, wenn es die Partei nicht gibt. Deswegen finde ich auch völlig logisch, wenn ich viel mit der Luxemburg-Stiftung mache, dass ich dann irgendwie auch die Partei unterstützen kann. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Unterschied drin besteht. Ansonsten gibt es einen Bewegungsratschlag von dem Bundesvorstand der Linkspartei, wo ich ein paar Mal war, was ich sehr interessant finde, weil es eben auch so dazu beiträgt, so Zuschreibungen, wir sind die und ihr seid die, aufzulösen. Und ansonsten, ich werde mit Sicherheit jetzt auch ein bisschen Straßenwahlkampf ausprobieren, was ich auch ganz interessant finde, sich, wenn ich ganz gut finde, auch an Infotischen hinzustellen und Leuten zu reden. Mal gucken, ich werde jetzt auch nicht die ganze Zeit da, aber wenn ich im August da bin, werde ich das bestimmt auch mal ausprobieren. Ansonsten mal gucken. Also ich finde, so wie man sonst auch immer neugierig sein sollte auf alle sozialen Orte und sich Sachen anzuschauen und mitzumachen. Und gerade auch da mitzumachen, wo man auch auf Unterschied, auf Differenz trifft, so denke ich auch, dass ich mir da in der Linkspartei Sachen noch angucken werde und vielleicht auch noch ein paar Überraschungen erleben werden. Ansonsten ist natürlich auch ganz klar, es ist ein sehr, ganz ähnlich wie die Gewerkschaft in Deutschland auch, einen sehr starken Körper, der nur, so ein Organisationskörper, der sehr clean, sehr von diesen Vertretungsgremien geprägt ist. Also bei Verdi zum Beispiel, da kannst du ja, in Berlin haben wir mal versucht, eine Basisgruppe zu gründen, aber wir haben ja nicht mal irgendwie den zuständigen Gewerkschaftssekretär gefunden, damit wir diese Basisgruppe gründen konnten. Das ist ja ein reales Problem in Deutschland, dass die Organisationen, wo man mitmachen wollte oder könnte, dass die eigentlich nur auf dem Papier funktionieren, weil die eigentlich eher so wie Versicherungskörper funktionieren. Ja. Das ist natürlich in einer Partei auch oft der Fall, aber das muss man auch von Ort zu Ort gucken, von Stadtteil zu Stadtteil. Das kann völlig was sein. Da habe ich keine Antwort darauf, möchte ich auch gar nicht so klar haben, ausprobieren. Okay, dann kann man das ausprobieren und ich denke, wir werden das alle weiter beobachten. Genau, dann würde ich jetzt die Diskussion aufmachen. Es wird ein Sagenpro geben und ein Mensch, der dann mit dem Sagenpro umgeht. Genau, das haben wir ausgemacht. Und